Ich arbeite im Umweltbildungsteam bei Green City, führe also Projekte mit Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel zum Thema klimafreundliche Ernährung oder nachhaltige Mobilität durch. Als unser Team bei der Rad- und Fashion Show fast allein die ganze Tanzfläche gerockt hat und beim Autoscooterfahren auf der Wiesn. Wenn wir es schaffen würden, die Autos raus aus der Innenstadt zu bekommen, zugunsten von mehr Fuß- und Radverkehr und den Öffentlichen, und wenn wir wesentlich mehr Bäume und Grün an den Häusern in der Stadt hätten. Fällt mir erstmal gar nichts ein. Ich bin in den letzten Jahren zweimal nach Indien geflogen und wenn es bei uns zu Hause schnell gehen muss, gibt es ab und zu Tiefkühlpizza. Ich denke, jeder kann einfach überlegen, ob er bestimmte Dinge wirklich braucht oder machen muss. Also so etwas wie den 30. Pulli, der dann irgendwo im Regal liegt, oder einen Kurztrip mit dem Flugzeug nach Berlin, ist vielleicht nicht wirklich nötig.